Ich begrüße Sie herzlich im St. Anna Forum zum Abend über das Buch von Chaim Cohn, Der Prozess und Tod Jesu aus jüdischer Sicht. Wir gaben ihm den Titel Sie wollten Jesus retten. Es war ja ein Merkmal der Zürcher Reformation, dass die Menschen einen großen Wissensdurst hatten. Sie wollten wissen, was in der Bibel steht, und sie wollten es selber lesen. Die Gemeinden haben ganz explizit Pfarrer aus Zürich angefordert, die das Evangelium predigen. Und die Predigten waren noch bis lange ins 19. Jahrhundert hinein auch ein Ort, ausdrücklich ein Ort der Wissensübermittlung. Damals war es noch das Wissen, was überhaupt in der Bibel steht. Aber heute möchten wir mehr wissen. Wir möchten wissen, wie die Bibel entstanden ist, wer geschrieben hat, wann, wo, unter welchen Bedingungen, unter welchen politischen Situationen. Das ist, was uns heute interessiert. Und ich kann Ihnen sagen, das YouTube-Video von Professor Konrad Schmid über die Entstehung der Bibel wurde bereits 18.000 Mal angeklickt. Das zeigt, wie groß das Interesse über dieses Hintergrundwissen ist. Klar, auch Wissen ist Stückwerk. Aber das, was die Gelehrten und die Forschenden an den Universitäten und Instituten wissen und herausgefunden haben und erfahren, das möchten wir hier auch wissen. Das war mit ein Grund, dieses St. Anna Forum aufzuziehen, damit dieser Wissenstransfer irgendwo auch stattfinden kann. Und wenn man jemanden sehr gern hat, dann möchte man sowieso mehr wissen über ihn. Viele Menschen haben sich ein ganzes Leben lang mit Jesus beschäftigt und wollten viel wissen über ihn und haben ihn gern gewonnen und sind ihm immer noch nahe. Und gerade über sein Sterben und über seinen Tod möchte man möglichst viel wissen, wie hat er noch in den letzten Tagen gelebt. Nun gibt es das Buch von Chaim Cohn, das genau diese Zeit bis ins letzte Detail beschreibt, mit allen Argumenten, wie es gewesen hätte sein können, mit Gegenargumenten, mit allen Details. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine Herausforderung, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht ganz einfach. Aber es hat mich selten ein Buch so sehr bewegt und auch erschüttert wie dieses. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend jetzt das Glück haben, dass die beiden, die das Buch übersetzt haben, uns dieses Buch nahebringen werden. Der Autor Chaim Cohn ist im Jahr 2002 verstorben. Die beiden Übersetzer darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Christian Wiese, der studierte evangelische Theologie an den Universitäten Tübingen und Bonn, danach Judaistik an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Er promovierte an der Universität Frankfurt am Main. Zwischendurch absolvierte er das Vikariat in Bonn, Beuel und Oberkassel. Er ging danach wieder in die Forschung, unter anderem nach Kanada, in die USA, nach Dublin. Er habilitierte in Judaistik und ist seit Oktober, ist oder war, Inhaber an der Universität, Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Universität Frankfurt am Main. Hanna Liron ist in Israel geboren und aufgewachsen. Nach Studien an den Universitäten Tel Aviv, Kiel und Zürich doktorierte sie an der Universität Zürich, also hier. Die Literaturwissenschaftlerin ist Lehrbeauftragte für hebräische Sprache an der Universität Bern sowie für moderne hebräische Literatur an der Universität Basel. Das Referat von Herrn Wiese wird etwas länger dauern, Frau Liron wird etwas kürzer, vor allem auch über ihre persönlichen Eindrücke erzählen. Herr Wiese, darf ich Ihnen das Wort geben? Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für die Einladung nach Zürich, für die freundliche Einführung. Ich bin sehr gespannt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich möchte dieses Buch heute Abend einführen, seine Entstehung, seine Hauptthesen, ein bisschen einordnen, auch in Kontexte.
und werde etwa 30 Minuten sprechen, kann aber auch jederzeit kürzer sprechen. Ich möchte als Einführung gerne darauf hinweisen, dass dieses Jahr die Besonderheit ist, dass Pessach und Ostern auf die gleiche Zeit fallen. Das ist etwas sehr Zwiespältiges. Auf der einen Seite zeigt es sozusagen die gemeinsame Geschichte. Ich kann mich erinnern, als ich in Erfurt Studierenden berichtet habe, dass Jesus mit seinen Jüngern Pessach gefeiert hat. Das haben sie mir nicht glauben wollen, sondern haben gesagt, das kann doch nicht sein. Die Juden waren doch gegen Jesus, sie haben ihn noch getötet. Wie kann er mit ihnen Pessach gefeiert haben? Das heißt, es ist etwas Gemeinsames und etwas ungeheuer Trennendes in der Geschichte zwischen Judentum und Christentum. Die christliche Beschuldigung der jüdischen Verwerfung Jesu, wie es heißt in der Tradition des Messias, Jesus Christus, die daraus entstandene Theologie der göttlichen Verwerfung des jüdischen Volkes und der Strafe, die man in der Geschichte an ihrem Schicksal, dem Exilschicksal ablesen muss, all das gehört zur Unheilsgeschichte des Christentums, der christlichen Theologie. Und die Gottesmordthese, so heißt es in der Forschung, ist ein ganz zentraler Punkt, der Judentum und Christentum trennt und der die Schuldgeschichte des Christentums gegenüber Juden und Judentum verkörpert. Sie kennen die Zitate aus den Passionserzählungen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder im Matthäusevangelium. Das ist ein Diktum, das immer wieder verwendet worden ist, um Gewalt, Diskriminierung gegen die jüdischen Gemeinden in Europa zu rechtfertigen. Und die Herausforderung, die sich daran knüpft für die christlichen Kirchen, natürlich insbesondere seit der Zeit der Shoah, ist eine ganz zentrale theologische Frage. Lässt sich christliche Theologie treiben? Lässt sich von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi reden, indem man diesen antijüdischen Aspekt ausblendet? Kann man ihn überwinden? Das sind Fragen, die die Theologie natürlich seit Jahrzehnten herausfordert. Und das Buch von Chaim Cohn, das werden Sie gleich sehen, leistet da etwas ganz Besonderes, weil es die Herausforderung vielleicht so radikal und so scharf formuliert, wie das sonst kaum je geschehen ist, auch nicht von der jüdischen Forschung aus. Ich möchte Ihnen diese zwei Bilder, die jetzt kommen, kurz vorstellen. Es gibt eine Tradition, in der Judentum und Christentum als Frauengestalten, Synagoge und Ekklesia beschrieben werden, insbesondere in Kreuzigungsdarstellungen. Und das ist eine Tradition, die über Jahrhunderte die Herabwürdigung des Judentums in diese Kreuzigungsszenen fasst, in sehr unterschiedlicher Form. Hier haben Sie eine aus dem 16. Jahrhundert, eine Tafelmalerei, die das sehr extrem macht. Nämlich einerseits, wenn Sie auf der rechten Seite schauen, die Synagoga auf einem zusammenbrechenden Esel mit den verbundenen Augen, ganz traditionelle Motive. Und es ist eine Tradition, die nennt man das lebende Kreuz. Und Sie sehen oben an dem Kreuz, dass dort ein Schwert aus dem Himmel kommt und der Synagoga die Krone vom Kopf stößt. Also die traditionelle christliche Verwerfungstheologie, während auf der anderen Seite ein Krönungsgeschehen zu sehen ist. Die Kirche, die Ekklesia wird gekrönt, das neue jüdische Volk, das neue Volk Gottes. Und dass dort ein Schwert auftaucht, das zeigt, wie gewaltförmig diese Tradition sein kann. Und in diesem Bild sehen Sie es nochmal deutlich direkter, weil hier das Motiv fortgeschrieben ist im 15. Jahrhundert jetzt, wo das Schwert aus dem Himmel tatsächlich in den Kopf der Synagoga stößt. Und auch das zeigt natürlich, wie solche Traditionen nicht einfach Argumente austauschen oder Polemik sind, sondern wie damit auch gleichzeitig politisches Geschehen zum Ausdruck kommt. Bevor ich zu Chaim Cohn komme, noch ein Zitat, das mich immer wieder erschüttert hat, wenn ich mich beschäftigt habe mit der Kirchengeschichte unmittelbar nach der Shoah. Aus den Kreisen der bekennenden Kirche in Deutschland wurde 1948 das sogenannte Wort zur Judenfrage des Bruderrates der Evangelischen Kirche veröffentlicht. Und dort bezieht man sich ganz zentral
auf das Kreuzigungsgeschehen und die politischen, die geschichtlichen Folgen. Indem Israel den Messias kreuzigte, heißt es dort, hat er seine Erwählung und Bestimmung verworfen. Darin ist zugleich der Widerspruch aller Menschen und Völker gegen den Christus Gottes Ereignis geworden. Wir sind alle an dem Kreuz Christi mitschuldig. Darum ist es der Kirche verwehrt, den Juden als den allein am Kreuz Christi Schuldigen zu brandmarken. Gottes Treue lässt Israel auch in seiner Untreue und in seiner Verwerfung nicht los. Christus ist auch für das Volk Israel gekreuzigt und auferstanden. Das ist die Hoffnung für Israel nach Golgatha. Dass Gottes Gericht Israel in der Verwerfung bis heute nachfolgt, ist Zeichen seiner Langmut. Israel unter dem Gericht ist die unaufhörliche Bestätigung der Wahrheit, Wirklichkeit des göttlichen Wortes und die stete Warnung Gottes an seine Gemeinde. Dass Gott nicht mit sich spotten lässt, ist die stumme Stimme des jüdischen Schicksals und zur Warnung, den Juden zur Mahnung, ob sie sich nicht bekehren möchten zu dem, bei dem allein auch ihr Heil steht. Ein ganz zwiespältiger Text, in dem einerseits von der Schuld aller Menschen die Rede ist und auf der anderen Seite ganz klar von einer Verwerfung des Volkes Israel, von Gottes Zorn über dem jüdischen Volk, aber auch von seiner Langmut, von Warnung, dass das unmittelbar nach der Shoah so noch auszusagen war, ist erschreckend. Und es hat Jahrzehnte gedauert, dass die Theologie dort andere Ausdrucksmöglichkeiten des Verhältnisses zum Judentum gefunden hat. Ein Prozess, wie wir sehen werden, der nach wie vor im Gange ist. Aber kommen wir zu Chaim Cohn und ich möchte ein bisschen etwas gleich zu seiner Biografie auch noch sagen. Aber um dieses Buch geht es, Der Prozess und Tod Jesu aus jüdischer Sicht. Ein Buch, das eine lange Geschichte hat, erschienen 1968, zunächst in hebräischer Sprache. Dann gibt es eine englische Fassung von 1971 und die erwähnte Übersetzung wurde 1995 ins Deutsche veröffentlicht und dann auch nochmal später aufgelegt, 2017 in einer Neuauflage. Wer war Chaim Cohn? Wir werden nachher noch etwas persönlicher hören, Hanna-Liron, wie Sie ihn erlebt haben. Ich habe mein Wissen über Chaim Cohn aus einer ganz kurzen persönlichen Begegnung im Jahr 2000 aus seinen Memoiren entnommen. Das ist ein ganz faszinierendes Buch, ist, weil es den Denkweg und den biografischen Weg von Chaim Cohn in sehr verständlicher und nachvollziehbarer Weise beschreibt. Er stammt nämlich ursprünglich aus einer sehr religiösen Familie in Lübeck, dann später in Hamburg, studiert dann Philosophie, orientalische Sprachen, Jura, das wird sein Lebensschicksal dann auch, zunächst in München. Und dann geht er etwas andere Wege, als seine Eltern und Großeltern das so vorgesehen haben. Er geht nach Palästina, zunächst in eine Yeshiva, in eine sehr orthodoxe Yeshiva von religiösen Zionisten, kommt dann 1932 nach Deutschland zurück und beendet sein Studium, jetzt das Jurastudium in Frankfurt. Und dann kommt eine Phase in Palästina, die Emigration unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung. Und der Weg in Palästina und dann nach der Staatsgründung Israels in Israel ist der eines ganz hochkarätigen Juristen, der in unterschiedlicher Weise wirksam war, mit einer eigenen Kanzlei zunächst, aber dann vor allem in ganz offiziellen Positionen als Rechtsberater der Regierung Israels, sogar ganz kurz einmal als Justizminister 1952 und vor allem dann lange Jahre am obersten Gerichtshof als Richter, zeitweise auch als Vorsitzender dieses obersten Gerichtshofs Israels. Und was sehr beeindruckend ist, wenn man seine Vita sich anschaut, ist seine ganz tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Frage von Menschenrechten und Humanität in ganz unterschiedlichen Funktionen, die dort unten aufgelistet sind. Ich möchte noch ein paar Worte, bevor ich zu dem Buch komme, sagen zu seiner intellektuellen Entwicklung, die sich in dieser Biografie widerspiegelt, weil das sehr spannend ist, was sein Verhältnis zur Religion betrifft.
kommt aus der Orthodoxie und dann in späteren Jahren hat er sich doch sehr distanziert, nicht nur vom orthodoxen jüdischen Glauben, sondern insgesamt von der jüdischen Religion, jedenfalls in gewisser Weise. Er ist zunächst Zionist und dann spricht er von sich als Agnostiker, als jemand, der Spinoza liest, der Nietzsche liest, der Freud liest und der immer mehr zu der Überzeugung kommt, dass die Tora eine menschliche Erfindung ist, dass das jüdische Volk nicht erwählt sei, dass dies alles Aussagen der Bibel sind, die menschlichem Denken entsprungen sind. Und gleichwohl, und das betont er sehr in dieser Biografie, hat er tagtäglich weiter die jüdischen Quellen studiert, insbesondere jüdische Rechtsquellen, den Talmud, war also fasziniert von der jüdischen Tradition, die auf der Grundlage der Tora entstanden ist, ohne selber noch ein gläubiges Verhältnis dazu zu haben. Sehr spannend ist, dass er auch Zweifel überhaupt am Gottesbegriff formuliert in den Erinnerungen, hervorgerufen vor allem durch die Erfahrung des Bösen und durch die Erfahrung der Shoah, die Erschütterung durch das, was Menschen einander antun können und das Schweigen des Göttlichen. Und auf der anderen Seite ist für ihn dann das Entscheidende, was Menschen einander nicht nur antun, sondern wie Menschen auch füreinander da sein können. Der Humanismus ist das, was ihn in besonderer Weise dann herausfordert. Und da ist vor allem in der zweiten Hälfte des Buches sehr viel Wunderbares zu lesen. Ja, der Ausgangspunkt dieses Buches ist eine sehr eigentümliche Erfahrung, die Chaim Cohen 1948 hatte. Nämlich kaum war der Staat Israel gegründet, haben sich christliche Gelehrte, protestantische Geistliche, muss man sagen, an den obersten Gerichtshof des Staates Israel gewandt, mit der Aufforderung, dass das oberste Gericht das Fehlurteil, den Justizirrtum gegen Jesus aufheben solle. Und der oberste Richter hat das an ihn übergeben, weil er ihn als kenntnisreichen Rechtshistoriker kannte. Und als jemand, der gleichermaßen jüdisches und römisches Recht besonders gut kannte, sah Chaim Cohen das als Verpflichtung, dieses Ansinnen zurückzuweisen und stattdessen eine Gegengeschichte zu erzählen. Nämlich die Beschuldigung, die Juden der Antike hätten Jesus ermordet, das wollte er von nun an von jüdischer Seite aus mit Argumenten widerlegen. Und er beschreibt in seinen Memoiren, wie lange das gedauert hat, für ihn diese Forschung zu unternehmen. 20 lange Jahre in Bibliotheken im Vatikan, in Harvard, in anderen Stellen, abendliches Forschen und Schreiben. Und dann 1968 die hebräische Fassung und die weiteren Übersetzungen. Und ich glaube, was ihn herausgefordert hat, das kann man am Ende dieses Buches lesen. Das ist dieses Zitat, das Sie auf der Folie sehen, nämlich die fatale Wirkungsgeschichte dieser christlichen Deutung der Passionsgeschichte. Ein historischer Irrtum, wie Chaim Cohen argumentiert, mit furchtbaren, mit verhängnisvollen Folgen. Hunderte Generationen von Juden sind in der ganzen christlichen Welt für ein Verbrechen gestraft worden, das weder sie noch ihre Vorfahren begangen haben. Schlimmer noch, Jahrhunderte, vielmehr Jahrtausende lang wurden sie gezwungen, aufgrund des angeblichen Anteils ihrer Vorväter am Prozess und an der Kreuzigung Jesu, alle denkbaren Formen der Peinigung, Verfolgung und Demütigung zu erdulden, obwohl es reine Wahrheit ist, dass ihre Vorfahren keinen Anteil daran hatten, sondern alles Menschenmögliche unternahmen, um Jesus, den sie von Herzen liebten und als einen der ihren verehrten, vor seinem tragischen Ende durch die Hände der römischen Unterdrücker zu bewahren. Da sehen Sie schon, in welche Richtung seine Hauptthese geht, nämlich eine ganz andere Geschichte, nicht die eines jüdischen Gottesmordes in Anführungsstrichen, sondern ein verzweifelter Versuch der jüdischen Behörden in Jerusalem in der Antike, Jesus zu retten vor der Ermordung durch die Römer. Und das möchte er nicht als Historiker oder als Theologe erforschen, sondern was ihn interessiert, ist tatsächlich die rechtliche Perspektive. Das ist das Eigentümliche und das Eigene dieses Buches. Es hat viele Ansätze jüdischer Historiker gegeben, sich mit der christlichen
Geschichte und den Anfängen des Auseinandergehens von Judentum und Christentum zu beschäftigen. Aber dass das ein Jurist tut mit dieser ganz spezifischen Perspektive, ist einzigartig. Und so beschreibt er seine Perspektive. Mich interessierte nicht unbedingt, was tatsächlich geschah, sondern was sich ereignen konnte und was nicht unter Berücksichtigung des Rechts, das in jenen Tagen in der Provinz Judäa und in Rom gültig war, und wie man die Ereignisse, die in den Evangelien geschildert werden, in den juristisch, gesellschaftlichen und politischen Rahmen einordnen kann, der uns aus anderen zuverlässigen Quellen bekannt ist. Das heißt, die Evangelien werden gemessen an anderen Quellen und an anderen Wissensbeständen aus der jüdischen und der römischen Rechtsgeschichte. Und von daher kommt er zu der These, die diametral gegen die christliche Theologie sich richtet. Es hat sich um einen römischen Prozess gehandelt, der mit einem römischen Strafurteil endete, das von römischen Henkern vollstreckt wurde. Von Juden ist hier nicht die Rede. Und ganz kurz das Inhaltsverzeichnis dieses Buches. Er hat eine Einleitung, in der er erstmal sein Ansinnen darlegt, und dann kommt ein ausführlicher Teil, in dem er die Beteiligten vorstellt. Die Römer, dann die Gruppe der Hohepriester, Älteste und Schriftgelehrte und Jesus und sein Verständnis dieser Gruppen im historischen Kontext, wie er ihn verstand. Und man kann das sehr kurz zusammenfassen. Die Römer sind eine grausame und gewalttätige Besatzungsbehörde, die über das jüdische Volk herrscht, mit entsprechenden Auswirkungen natürlich auf die politische Situation der jüdischen Eliten, die unter diesen Bedingungen versuchen wollten, den Frieden in Palästina aufrechtzuerhalten, ihre eigene Rolle zu behalten. Und dazu gehörten die verschiedenen Gruppierungen innerhalb des damaligen Judentums, die priesterliche Elite, der hohe Priester vor allem, der einen Machtverlust erlitten hatte durch die Römer und die Reste seiner Macht versuchte aufrechtzuerhalten, vor allem aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und da ist ein ganz klares Gegenbild gegen das, was wir aus unserer Tradition kennen, so wie ich noch studiert habe, nicht? Also das Bild der Pharisäer, wie es die neutestamentlichen Quellen widerspiegeln, als die Gegner Jesu und die Gegenspieler. Das ist bei Chaim Cohn ganz anders zu lesen. Jesus und die Pharisäer sind sich ganz nah in ihren religiösen Überzeugungen, in ihren ethischen Vorstellungen. Die Pharisäer sind ernste Gelehrte, mit denen sich Jesus wohl auseinandersetzt über bestimmte Dinge, aber denen er gleichzeitig sehr nahe ist. Jesus also, und das hat die jüdische Forschung des 19. Jahrhunderts immer schon betont, als ein Pharisäer einer ganz besonderen Prägung, nämlich als ein Pharisäer, der nach und nach die Überzeugung entwickelte, selber eine messianische Qualität zu haben, der Messias zu sein, was eine mögliche Auslegung der damaligen Zeit war nach Chaim Cohn. Und sicher nicht etwas, wofür man hätte hingerichtet werden können oder müssen, sondern im Spielraum dessen, was Jüdisches damals war, eine mögliche Selbstbeschreibung. Also die Personen ganz anders beschrieben, als das die neutestamentlichen Quellen tun. Und natürlich insbesondere, als das die Passionsgeschichte, dieses Narrativ, das ganz im Zentrum der Evangelien steht, beschreibt. Der zweite Teil ist die historische Rekonstruktion, die aus seinem eigenen Verständnis dieser Situation entsteht, nämlich was in Wirklichkeit geschehen sein könnte. Das formuliert er so im Konjunktiv, das muss man, glaube ich, auch ernst nehmen. Er behauptet nicht einfach, das ist historische Wahrheit, die ich hier präsentiere, sondern es ist eine Hypothese, die er versucht zu begründen, aber auf der Basis dessen, wie er die politische und die Rechtsgeschichte der damaligen Zeit einordnet. Dazu werde ich gleich seine Thesen vorstellen. Der dritte Teil beschreibt die Nachwirkungen aus der unmittelbaren Zeit nach der Entstehung der Evangelien und dann in der Antike und bis in die Gegenwart. Eine verhängnisvolle Geschichte der Nachwirkung der Passionsgeschichte, die als Kern des Antijudaismus und des christlichen Antisemitismus zu verstehen ist. Was steht für ihn fest? Es ist nicht so, dass die Evangelien aus seiner Sicht überhaupt gar keine Botschaften beschreiben, die
sozusagen ohne Zwiespalt sind, sondern es gibt Dinge, die sich aus den Evangelien entnehmen können, in der Passionserzählung, auf denen man aufbauen kann. Nämlich wesentliche Fakten. Jesus wurde in der Nacht festgenommen, dann wurde er in das Haus des Hohenpriesters gebracht und am nächsten Morgen von dort aus zu Pontius Pilatus geführt, dem römischen Generalgouverneur, den Chaimkon in den dunkelsten Farben beschreibt, als einen gewalttätigen und erbarmungslosen Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Pilatus fragt Jesus, ob er der König der Juden sei. Jesus verneint das nicht, sondern bestätigt es und dann überantwortet, wie es heißt, in neutestamentlichen Text Pilatus Jesus zur Kreuzigung. Römische Legionäre kreuzigen Jesus, die damalige Strafe gegen Aufrührer gegen Aufrührer in der jüdischen Gesellschaft. Und am Kopf des Kreuzes steht eine Inschrift: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das sind Fakten, die Chaimkon auch seiner eigenen Darstellung zugrunde legt, geht aber dann in einem wirklich faszinierenden, sehr komplexen Kreuzverhör, kann man fast sagen, weil er als Jurist argumentiert, mit den Aussagen der Evangelien und den Widersprüchen in den Evangelien ins Gericht. Das heißt, er stellt erst einmal überhaupt die Widersprüchlichkeit der Passionsberichte vor Augen, die aus unterschiedlicher Zeit stammend auch sehr unterschiedliche Interpretationen vornehmen. Manchmal durchaus sagen widersprüchlich, aber was er insbesondere seinen Lesern vor Augen führt, ist, dass dies keine historischen Texte sind, auch keine neutralen Texte, sondern engagierte Texte, die gleichzeitig eine ideologische Tendenz haben. Und diese ideologische Tendenz, die beschreibt Chaimkon auf dem politischen Hintergrund des frühen Christentums, also in der Zeit der Evangelien, die entstanden sind zwischen 50 und 120 Jahren nach dem Geschehen, das sie beschreiben, also nicht unmittelbare Zeugnisse, sondern spätere Interpretationen dieses Geschehens. Und das unter dem Einfluss der römischen Herrschaft und der ersten römischen Verfolgungen auch von Christen. Das heißt, seine These ist, dass die Evangelien geprägt sind von dem Versuch, die römischen Behörden von der Idee abzubringen, dass Jesus als Aufrührer gegen Rom hingerichtet wurde und lenken sozusagen die Schuld am Tod Jesu auf das jüdische Volk und auf die jüdischen Eliten. Es war offensichtlich, das ist Chaimkons These, die ich sehr plausibel finde, nicht die beste Idee, den römischen Behörden zu verstehen zu geben, dass die Römer Jesus hingerichtet haben und damit sozusagen die eigene Religion zu desavouieren, aber gleichzeitig die jüdischen Gegner, als die man mittlerweile manche Teile des Judentums empfand um diese Zeit, sie zu desavouieren gegenüber den Römern. Und die wahren Ursachen der Kreuzigung Jesu, das ist Chaimkons These, waren aber gerade die römischen Besatzer. Und ihr Motiv war, so etwas wie einen messianischen Aufruhr, Unruhen in Palästina zu verhindern. Ja, die einzelnen Argumente, das ist jetzt sehr ins Detail gehend und ich kann es immer nur andeuten, aber er stellt ganz präzise Fragen an die Evangelien, die er dann versucht mit seinen Hypothesen zu beantworten, und gleichzeitig, wenn Sie das lesen, werden Sie merken, dass er einerseits Aussagen der Evangelien kritisiert, andererseits die Auslegungsgeschichte, die unterschiedlichen Interpretationen, vor allem in der christlichen Tradition, und daraus dann letztlich eine These für das Gesamtgeschehen formiert, die den Kern seines Buches ausmacht. Es beginnt damit, dass er fragt, wer verhaftete eigentlich Jesus? Waren das die Juden, waren das die Römer? Seine These ist, es waren die Römer, aber in Gegenwart der Tempelpolizei des Hohen Priesters. Und er fragt sich natürlich, wie kommt es dazu? Wer war der Initiator dieser Verhaftung?
denn in den evangelischen, in den Narrativen der Evangelien sieht es so aus, als sei es die Initiative der jüdischen Behörden. Judas spielt eine besondere Rolle. Aus der Sicht von Chaim Cohn ist genau diese Episode völlig unwahrscheinlich. Seine eigene These ist, die Initiierung der Gefangennahme Jesu geht von römischen Behörden aus, aber die Tempelpolizei ist dabei auf Bitten des Hohenpriesters, der die römische Besatzungsmacht darum bittet, Jesus für eine Nacht in Gewahrsam nehmen zu können, bevor dann am nächsten Morgen der Prozess gegen Jesus vor Pontius Pilatus stattfindet. Aber warum wird Jesus überhaupt in das Haus des Hohen Priesters gebracht? Warum hat man ihn nicht einfach den Römern überlassen? Und was bedeutet es, dass dort das jüdische Gericht, der Sanhedrin, der große Sanhedrin, versammelt war? War das ein jüdischer Prozess gegen Jesus? Wurde Jesus dort verurteilt? Hätte der Sanhedrin ein Todesurteil gegen Jesus verhängen können? Das sind alles Fragen, die Chaim Cohn an den Text stellt. Und das ist ein Versuch, die Wahrscheinlichkeit verschiedener Antwortmöglichkeiten auf der Grundlage der Rechtsgeschichte und der jüdischen Geschichte damals zu beschreiben. Und seine These ist, dass der Hohepriester und der Sanhedrin in der Tat im Haus dort am Vorabend von Pessach oder am Tag davor sich versammelt hatten, zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, mitten in der Nacht, kurz vor Pessach, sodass eine deutliche Dringlichkeit dieses Verfahrens angenommen werden muss. Und gleichzeitig geht er davon aus, dass das kein Prozess war. Weder ein Prozess sozusagen des ganzen Sanhedrin, noch ein Prozess der sadduzäischen Gruppe innerhalb des Sanhedrin, also der Priester, sondern dass man ein ganz anderes Motiv für diese, ja, man kann es noch nicht mal ein Verhör nennen, für diese Begegnung des Sanhedrin mit Jesus annehmen muss. Er wird gefragt, Jesus, nach den Evangelien, ob er sich als der Messias versteht. Er bejaht das, spricht von sich selbst als dem Menschensohn. Und Chaim Cohn untersucht die Quellen daraufhin, ob das aus der Sicht des jüdischen Rechts eine todeswürdige Aussage ist. Und das verneint er. Im damaligen Judentum war das kein Element der Gotteslästerung. Die einzige Gotteslästerung, die todeswürdig war, war das Aussprechen des Gottesnamens. Das heißt, ein Prozess mit einem Urteil, gar einem Todesurteil, ist überhaupt nicht anzunehmen. Allerdings geht Chaim Cohn davon aus, dass der Sanhedrin durchaus das Recht gehabt hätte, einen Gotteslästerer zum Tode zu verurteilen. Gegen andere Thesen, die sagen, dass der Sanhedrin gar keine Todesstrafe verhängen konnte. Er nimmt, das ist auch ein Teil seines Verfahrens, er nimmt eigentlich immer die weitestgehende Möglichkeit an, um die dann zu widerlegen. Sondern seine Hauptthese ist, dieses Verhör, dieses Gespräch, diese Begegnung hatte ein anderes Ziel, nämlich unbedingt Jesus von seinen Ansprüchen, von seiner Behauptung abzubringen. Und zwar, um ihn zu retten, um ihm das Leben zu retten. Das war der Titel der Veranstaltung, nämlich ihn vor dem Tod am Kreuz zu bewahren. Chaim Cohn geht davon aus, dass das nicht reine Menschenfreundlichkeit war, sondern dass damit ein klares politisches Interesse verbunden war, des Hohenpriesters und des Sanhedrin, nämlich die eigene Position zu wahren. Jesus war eine ungeheuer beliebte Figur im Judentum. Er war gerade nach Jerusalem gekommen, man hat ihn begeistert empfangen, man hat ihn als den Messias gefeiert. Wenn man ihn preisgegeben hätte, so Cohn, dann wäre das auch sehr schädlich gewesen für die jüdischen Eliten. Und deswegen hat man alles dran gesetzt, um ihn abzubringen von seiner Aussage. Aber das gelingt nicht. Und dann kommt die berühmte Szene, wo der Hohepriester sein Gewand zerreißt. Das ist von der christlichen Überlieferung immer ausgelegt worden als ein Zeichen des Zorns, mit dem dann das Urteil gesprochen ist. Chaim Cohn, da sehen Sie, wie er arbeitet, sieht darin etwas ganz anderes, nämlich
Wir kennen das vielleicht aus der jüdischen Tradition, das Einreißen eines Gewands angesichts von Trauer und Tod. Das ist der vorweggenommene Kummer des hohen Priesters darüber, dass man Jesus nicht retten kann, weil er nicht ablässt von seinem Anspruch, der Messias zu sein. Und dann bleibt dem Sanhedrin und bleibt dem hohen Priester gar nichts anderes übrig, als am frühen Morgen Jesus dem Pontius Pilatus auszuliefern. Und dann geht er über zur Beschreibung dieses Prozesses, und das ist eine ganz andere Darstellung als die, die wir aus den Evangelien kennen. Dort kennen Sie die berühmten Geschichten mit Pontius Pilatus und seiner Frau und den anwesenden Juden, wer auch immer das im Evangelium ist, der Barabbas-Szene und all diese Dinge. Das widerlegt er im großen Detail, indem er beschreibt, dass erstens gar keine Menge dort war, schon gar keine jüdische Menge, sondern dass das ein Prozess war im Prätorium des Pontius Pilatus mit wenigen Anwesenden. Pilatus fragt die gleiche Frage: Bist du der König der Juden? Und Jesus bejaht das und auch mehrfach. Und insofern hat Pontius Pilatus gar keine andere Wahl, so Chaim Kohn, als ihn dann zu verurteilen. Und diese Möglichkeit, die er angeblich in den Evangelien dann einer jüdischen Menge und den jüdischen Gelehrten gibt, sich jemanden auszusuchen, also Jesus zu verschonen oder Barabbas zu verschonen, das ist etwas völlig Unhistorisches, das so nicht stattgefunden haben kann. So in Kurzfassung seine Hauptthesen, und es läuft eben darauf hinaus, eine Tötungsabsicht, irgendeine Gegnerschaft der jüdischen Obrigkeit und der Juden in Anführungsstrichen gegen Jesus hat es so gar nicht gegeben, sondern was es gab, war durchaus ein Dissens um die Messianität Jesu, aber nichts, was zu diesen dramatischen Konsequenzen geführt hätte, sondern was der Versuch war, war ein Rettungsversuch. Ganz kurz zur Überleitung dann zu Hannah Liron und vielleicht auch zu unserer Gesprächsrunde. Da werde ich dann noch mehr über die Wirkungsgeschichte sagen können, was Chaim Kohns Haltung gegenüber dem Christentum ist. Man könnte vermuten, nach all dem, was er schreibt, über die Wirkungsgeschichte dieser antijüdischen Tradition, der Passionsgeschichte, dass er dem Christentum sehr kritisch gegenüberstand. Aber man findet in den Texten selber und dann auch in den Memoiren doch sehr, sehr positive Äußerungen über das Christentum als Kultur, als religiöse Kultur. Eins beklagt Chaim Kohn sehr, nämlich dass es sehr unüblich war, gerade in der orthodoxen Tradition, dass man sich überhaupt mit dem Neuen Testament beschäftigte. Also dass er angefangen hat, das zu lesen, eigentlich gegen einen inneren Widerstand, der aus der eigenen Tradition herkam, und dass das mit dazu geführt hat, dass jüdische Gelehrte eigentlich den christlichen Theologien nichts entgegenzusetzen hatten. Und sein Versuch, das jetzt so zu deuten, ist der Versuch eines zugegebenermaßen säkularen jüdischen Rechtsgelehrten, der das Christentum und seine Theologie auf der Grundlage der eigenen Texte zu widerlegen versucht. Und das ist das Herausforderndere daran. Gleichzeitig sagt er, dass dieses sich Auseinandersetzen mit den neutestamentlichen Traditionen und das Schreiben dieses Buches für ihn ein großartiges Erlebnis war, so nennt er das. Nicht nur, Zitat, weil ich die Lehre und die Ethik Jesu zu schätzen und zu ehren lernte, sondern ich wurde gewahr, dass diese Lehre geeignet und würdig war, in unsere mündliche Lehre aufgenommen und integriert zu werden. Also an der Figur Jesu selber postulierte eine starke Nähe zwischen Jüdischem und dem, was dann daraus an Christlichen entstanden ist. Er schreibt, er sei überzeugt, Zitat, dass das Christentum nicht entstanden und aufgeblüht wäre, so die Welt erobert hätte, wenn dies nicht Gottes Wille gewesen wäre. Und sollte es denn wirklich das Werk Gottes sein, warum missachten und verwerfen, beleidigen und beschimpfen, hassen und verspotten wir diese Ketzer, die sich dem neuen Bund anschlossen? Also auch eine Kritik an einem Teil der jüdischen Tradition und deren Aversion gegen das Christentum. Hat Chaim Kohn damit jemanden überzeugt? Das ist etwas, was wir nachher noch diskutieren können. Die Rezeptionsgeschichte dieses Buches ist sehr
begrenzt, wenige Rezensionen. Es gibt eigentlich kaum eine, die diese These sich wirklich aneignet, sondern die eine gewisse Berechtigung des Ansatzes beschreibt, aber davon ausgeht, dass doch die historische Rekonstruktion vor allem eine Hypothese ist und nicht wirklich beweisbar, weil die religionsgeschichtliche Situation doch komplexer sei als das, was Chaim Cohn beschreibt. Protestantischer Theologe Hans Konzelmann schreibt, der Umfang dessen, was wir als sicheren Tatbestand feststellen können, ist minimal. Das sichere Kernfaktum ist, dass Jesus gekreuzigt wurde. Daraus kann geschlossen werden, dass man ihn verhaftete und dass ein Gerichtsverfahren erfolgte, und zwar ein römisches, denn die Kreuzigung ist eine römische, nicht eine jüdische Todesstrafe. Alles Übrige am Ablauf der Ereignisse ist strittig. Ich glaube, so kann man das in der Beschreibung der Forschung auch tatsächlich sagen, dass vieles strittig und nicht belegbar ist. Und interessant ist natürlich, dass er Chaim Cohn nicht nur positive Reaktionen auch aus jüdischen Kollegenkreisen bekommen hat, sondern dass es andere jüdische Gelehrte gab, auch in Israel, die seiner These durchaus skeptisch begegnet sind. Zum Beispiel David Flusser, der sich auch hervorragend mit neutestamentlichen Quellen und der christlichen Frühgeschichte auskannte. Er geht von einem anderen Befund aus, nämlich dass in den Evangelien doch viel mehr an historischen Beständen vorhanden sind, als Chaim Cohn zugesteht, auch in den tendenziösen Teilen. Und dass sich Jesus tatsächlich den Zorn jedenfalls einer kleinen Gruppe innerhalb des antiken Judentums zugezogen habe, nämlich der Sadduzäer, sodass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass überhaupt niemand aus der jüdischen Elite beteiligt war an diesem Geschehen. Aber er begrenzt diese Aussage sofort, indem er natürlich zu verstehen gibt, dass das für eine Kollektivbeschuldigung, wie sie in der christlichen Auslegungstradition dann üblich geworden ist, völlig verfehlt sei. Es gibt hier niemanden zu beschuldigen, schreibt David Flusser 1982, und nichts zu revidieren. Jesus starb einen grausamen Tod und alle, die irgendwie mit seinem Tod zu tun hatten, Juden wie Römer, leben nicht mehr. Ja, ich komme gleich zum Schluss. Ich möchte Ihnen nur eine Publikation nochmal nennen, die zeigt, wie schwierig das bis heute ist, mit diesem Text, mit diesen Narrativen umzugehen. Papst Benedikt XVI. In seiner Jesus-Biografie versucht, eine Gratwanderung, die oft heutzutage in der Theologie gegangen wird, nämlich gleichzeitig die antijüdische Dimension der Narrative zu begrenzen oder zu überwinden und gleichzeitig historisch etwas geltend zu machen, was Chaim Cohn unbedingt bestreitet. So wie viele andere hat Benedikt XVI. So etwas wie eine Theologie der Schuld aller, nicht nur der Juden, sondern aller Menschen formuliert. Jesu Kreuzigung, Jesu Verurteilung und Tod war heilsnotwendig wegen der Schuld der Menschen. Und das ist etwas, sozusagen, was alle auf sich beziehen müssen. Aber interessant ist, dass in seiner historischen Rekonstruktion gleichwohl die jüdischen Gegner auftauchen. Sie sind die Vollstrecker des göttlichen Willens. Und auch bei Josef Kardinal Ratzinger, bei Papst Benedikt, kommt der Gegensatz, der theologische Gegensatz zwischen Judentum und Christentum sehr stark zur Sprache. Das Bild der Gesetzlichkeit des Judentums spielt eine große Rolle. Er versucht sich zu helfen, indem er unterscheidet zwischen einer jüdischen Elite und den Juden und nur diese Elite verantwortlich machen möchte oder mitverantwortlich machen möchte für die Kreuzigung. Aber es bleibt eben dabei. Und ich finde diese Konstruktion ebenso gefährlich wie die Übernahme des Narrativs der Evangelien, weil sie nämlich etwas versucht, was sich in der Geschichte seit der Reformationszeit als problematisch erwiesen hat, nämlich wenn von der Heilsnotwendigkeit des Kreuzes die Rede ist und wenn die Schuld unser aller ist, so heißt es schon bei Luther,
und hier jetzt eben auch bei Papst Benedikt und gleichwohl die Juden in dieser historischen Rolle auftauchen, werden Juden und Judentum Verkörperungen des Sündigen. Und das ist quasi festgeschrieben in der christlichen Mentalität und es scheint unglaublich schwer zu überwinden zu sein. Und wenn ich ein Motiv vermuten möchte bei Chaim Cohn, ist, dass er wirklich mit aller Radikalität dieses Narrativ aus den Köpfen seiner Leserinnen und Leser verbannen wollte. Also, dass überhaupt ein historischer Anhaltspunkt sei an der These, die etwa Papst Benedikt vertritt. Vielleicht so viel als Zusammenfassung dessen, was Chaim Cohn in seinem Buch zur Sprache bringen möchte. Und dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend. Ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich auch auf das, was ich gehört habe. Ich wurde erinnert an der schönen Arbeit oder das, was so schön zu lesen war. Ich will nur einiges ergänzen. Vielleicht wird es sich ein bisschen wiederholen, aber nur kurz. Meine Herren, meine Damen, Jesus ist ein Landsmann von allen Israelis. Trotzdem steht er nicht im Zentrum ihres Alltagslebens. Und somit, nicht nur das, es gibt auch Strömungen im Judentum, in Israel, auch im Ausland, für die eine Beschäftigung mit Jesus tabu ist. Ich bin ein bisschen schärfer als der Herr Wiese. Umso interessanter ist es, dass 1932 an der Universität, an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Professor Josef Klausner ein großes Buch über Jesus geschrieben hat, in dem auch andere Messias Erscheinungen vorkommen. Es waren, glaube ich, 11 davon. Apropos, Josef Klausner war der Onkel von Amos Oz, falls jemand gelesen hat. Also Amos Oz hieß Amos Klausner. Und es gab einen Roman zum Beispiel über Jesus von Aharon Kabak, der in den 40er Jahren erschienen ist. Das Interessante ist auch, was vorher erwähnt ist, ist das Wohlwollen. Also er wird wirklich wohlwollend beschrieben. Auch die, und im Roman ist die Beziehung zwischen Jesus und Judas sehr interessant. Also im Grunde muss Judas, ist das eine Art Konspiration. Jesus muss sterben, sonst ist seine Theorie nicht überlebensfähig. Und Judas ist, sie arbeiten zusammen. Es ist. Ja. Okay, danke. Gut, und dann, also das sind nur eine Erwähnung. 1968 ist das Buch von Chaim Cohen erschienen. Nicht vergessen, im Land waren schon alle Überlebenden der Shoah. Menschen aus die arabische Länder geflohen sind. Also die Beschäftigung mit Antijudaismus, Antisemitismus war akut. Hinzu kommt, dass Israelis konnten wieder nach 67 in die Altstadt von Jerusalem und die haben dann Christen begegnet, auch die Pilger, haben Kirchen gesehen. Also es stieß, obwohl das Material sehr schwierig ist, schon auf großes Interesse. Das Buch wurde ein paar Mal gedruckt, hebräisch, das letzte Mal 2011.
Und Sie haben den David Flusser erwähnt, also das war von Seiten der Wissenschaft. Er war ja in Zürich auch, er hat hier ja Vorträge gemacht. Er stellt ihm ja auch den Jesus in der Nähe der Pharisäer. Und das Interessante ist, dass, ich finde es schön, er hat ja eine Biografie geschrieben, die im Rowohlt Verlag erschienen ist, in den Romanographien. Auch sehr wohlwollend, muss ich sagen. Also, das Buch zu lesen, Hebräisch ist es kürzer als die deutsche Fassung oder die englische, von der es übersetzt worden ist. Es liest sich wie ein Krimi. Und zwar eben, obwohl das Material sehr schwierig ist und Zitate von Mishnah und Talmud vorkommen, also halachische, diese Analyse, die Chaim Cohen macht mit juristischen Instrumenten und halachische, sind dann spannend. Es ist ein bisschen wie die Filme, ich habe jetzt die vergessen, wie die heißen, die immer im Gerichtssaal stattfinden. Natürlich, also mit dem hebräischen, das alte hebräische Gesetz, das noch zum Teil bis heute gilt. Dafür hat auch Chaim Cohen vieles getan. Also das, was Sie schon gesagt haben, also es geht ja um den, was war die Übertretung überhaupt, der Vorwand, was war die Anklage, was hat die Rolle des Sanhedrins, das ist schon spannend, war schon spannend für den israelischen Leser, auch wenn es nur eine Minderheit ist, weil Chaim Cohen hat eine wunderbare hebräische Sprache und er benutzt sehr viel die Quellen und er setzt voraus, dass man sie, dass das, was er schreibt, auch verständlich ist. Deswegen ist die, sind die fremdsprachige Ausgaben oder Übersetzungen viel länger und detaillierter. Also er verlangt viel von uns. Und auch eben, was Sie gesagt haben, gab es tatsächlich eine Amnestie von den Römern und die Juden wollten so sehr, dass der Jesus gekreuzigt wird. Also das war schon für den Leser interessant. Auch die Art, in der er die Zeugenaussagen auseinandernimmt und die Plausibilität sucht. Und für uns israelische Leser war es dann schon interessant, weil er die jüdische und römische juristische Normen darstellt. Und das auf dem Hintergrund des Alltags in Jerusalems, also wir lernen auch über das jüdische Leben und die letzten 24 Stunden im Leben Jesu. Also für eine Leserschaft, die nicht hebräisch kundig war oder ist und die Quellen nicht kennen oder nur über Interpretationen, gibt es eben eine englische Fassung. Gab es eine englische Fassung, von der die Übersetzung gemacht worden ist. Nun, einige Worte zur Person. Sie haben ja schon einen Teil der Biografie erzählt. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, die ich dann unterstreichen möchte, weil Chaim Cohen sich wirklich geeignet hat, dieses Werk zum Schreiben. Also Chaim Hermann Cohen heißt er ursprünglich. Also stammt aus einer ganz berühmten, also zwei berühmten Rabbiner-Dynastien. Er sollte Rabbiner werden. Von dem dritten Jahr bis zum neunten hat ihm sein Großvater unterrichtet.
Der Rabbiner war in Lübeck. Erst später, also das Haus war orthodox-jüdisch, ein sehr warmherziges Haus, das aber auch offen war für die umgebende Kultur. Chaim Cohen konnte, ich habe ihn gehört, zitieren, Goethe, Schiller, Rilke. Auch in der Musik war er zu Hause. Er ist dann an die Universität gegangen, hat Jurisprudenz, Philosophie und so weiter gelernt. Dann kommt dann die Jahre, dass er in die 30er Jahre in Palästina, Eretz Israel, also ich erwähne auch Eretz Israel, das unter englischem Mandat war. Da ging er dann in der Yeshiva des Rav Kook. Das ist wichtig zu erwähnen, weil zunächst war Chaim Cohen nicht für den Zionismus und Rabbiner Cook war einer von den zionistischen Rabbiner. Er hat dann seine Meinung geändert. Als er ins Land kam, war er noch sehr fromm, musste allerdings auch englisches Recht lernen, damit er arbeiten kann. Also gemäß der Autobiografie war sein zentrales Thema im Leben das Hadern mit Gott, das haben Sie, Herr Wiese, schon erwähnt. Der Prozess der Säkularisierung war aber sehr radikal. Zunächst war daneben tatsächlich das heißt, die Tora ist nicht vom Himmel gefallen, ist ein Menschenwerk, aber er hat dazu auch gesagt, wenn das ein Menschenwerk ist, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass auch Gott eine Erfindung des Menschen ist. Das Radikalste, also der radikale Bruch, kam eben mit den Nachrichten aus der Shoah. Und da hat er geschrieben, ich bin zur innerlichen Erkenntnis gekommen, dass ich Gnade walten lasse mit Gott, dass ich an ihm nicht glaube. Denn hätte ich an ihm, an seine Existenz geglaubt, würde ich ihn hassen. Ich erinnere mich, Jude Menuchin hat man mal gefragt, was er, wieso, er war Jude, nicht Jude, hat er gesagt, das Judentum ist der Weg, um Mensch zu werden. Und ich würde sagen, dass bei Chaim Cohen könnte man das schön zitieren, also seine Menschlichkeit wurde intensiviert, also er ist in vielen Gremien von Menschenrechte hat er mitgewirkt in Israel und im Ausland und die Würde der Menschen war für ihn das A und O. Und sie haben ihn auch geleitet in seine Arbeit als Richter. Aha, das bin ich. Er war sehr liberal, hat gekämpft auch für die Erweiterung von verschiedenen Gesetzen, die zu eng gebunden waren, auch das Rückkehrgesetz, zum Beispiel die Definition, wer ist Jude, das heißt auch Kinder, die nur jüdische Väter hatten, durften Juden sein und so weiter, also er hat da viel gearbeitet in diesem Bereich. Er war sehr eigenständig. Niemand konnte ihm etwas vormachen. Er hat sich Politikern nicht gebeugt. Und er hat sehr oft, wenn es um Terroristen gegangen ist, gegen der Sicherheits,
Israels Urteile gefällt. Für ihn war eben Menschenrechte, die Würde der Menschen, für alle da, Terroristen, Mörder, alle. Und es ist dann schon auch zu erwähnen, dass Häftlinge durften ihm zu Hause anrufen, wenn sie Hilfe oder Rat brauchten. Und nun zu, wieso kam es überhaupt zur Übersetzung? Chaim Cohen und seine Frau Michal Zmora Cohen waren Freunde meiner Eltern. Michal Zmora hat die Musikakademie in Jerusalem geleitet und die Musikabteilung des Rundfunks. Sie war Kollegin meines Vaters. Beide waren Musikologen, also Michal Zmora als auch mein Vater. Und so hat man sich getroffen in Konzerte, in Veranstaltungen und so weiter. Später hat sich die Freundschaft übertragen auf meinen Mann und mich, worüber ich, wie sagt man, ja, sehr dankbar bin. Das war eine hervorragende Persönlichkeit, sehr liebevoll. Und er hat wirklich Liebe ausgestrahlt. Ich weiß nicht, haben Sie es mitgekriegt? Also ich habe es mitgekriegt, sehr stark. Wir waren immer wieder in Israel und jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir uns getroffen, entweder bei denen, bei uns, im Restaurant. Und eines Tages habe ich dann gedacht, so, jetzt sollte ich wieder mal die hebräische Fassung lesen. Also ich hatte nur Hebräisch, ich wusste ja gar nicht von Übersetzungen. Und ich habe es wieder angefangen zu lesen und habe am Abendessen mit meinem Mann mit Begeisterung ihm erzählt, was ich heute gelesen habe. Und dann hat er gesagt, komm, übersetze es mal doch für mich. Da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, eine gute Übung auch. Und ich habe mich ans Werk gemacht. Dann kam dann der Tag, also es kam Schabbatmittag, wurden wir eingeladen bei den Kohens. Ich habe den Text mitgenommen. Wir hatten keine Blumen dabei. Ich habe den Text und den Chaim Cohen überreicht anstelle von Blumen. Er hat es angeschaut und ist verschwunden in seinem Büro. Es waren Vollgäste zu Hause. Wo ist Chaim? Niemand weiß. Im Büro. Nach einer halben Stunde hat er sich zu mir gesetzt und sagte mir, Hanna, das ist wunderbar, du darfst mit dem machen, was du willst, du hast carte blanche. Schön. Okay, dann kam ich nach Zürich, habe den Text einer lieben Freundin zum Lesen gegeben, Frau Lydia Trüb, sie sitzt jetzt in der Reihe, weiß nicht wo, zeigst du dich? Und sie hat die PR-Arbeit gemacht, sodass SOKAMP angewiesen hat. Als das Buch erschienen ist, das in der deutschen Sprache, haben wir es, so wie in Israel es üblich ist, gefeiert in einem Restaurant in einem arabischen Dorf, nicht weit von Jerusalem. Und, also kurz darauf, ist Chaim Cohen gestorben, und zwar gestern, vor 20 Jahren, am 10. April. Also, das ist jetzt meine Ergänzung, weil alles wurde ja schon gesagt. Ja, ich bedanke mich.
Vielen Dank. Jetzt darf ich Sie wieder nach oben bitten und ich stelle jetzt die Blumen weg, dass wir alle sehen. Kann man das zumachen? Also, ich möchte ganz herzlich danken für diese Einblicke einerseits in die persönliche Begegnung mit Kreimkohn und für die Vorstellung des Buches. Mein erster Teil, ich möchte noch einmal jetzt abgesehen von dieser ganzen Geschichte rundherum mit der Schuld und allem, nur noch zurückkommen auf das Geschehen. Mich selber hat das so sehr bewegt, dass es möglich gewesen sein könnte, dass Jesus Freunde hatte, die ihn retten wollten. Ich möchte noch einmal auf diesen Prozess zurückkommen. Sie haben in Ihrem Interview, auch im Brief, darüber geschrieben, was eigentlich gar nicht möglich gewesen sei. Zum Beispiel, dass man nachts keine Urteile fällen konnte. Dass man das an dem Ort, in dem Haus des Hohepriesters, gar nicht gerichtet. Können Sie diese paar Details noch einmal wiederholen? Dass so vieles gar nicht möglich war, was in den Evangelien steht. Ja, das ist wirklich das absolut Spannende an dem Buch, dass Kreimkohn wirklich in den kleinsten Details nachzuweisen versucht und, wie ich finde, vielfach überzeugend nachweist, dass manche Dinge, die in den Evangelien so berichtet werden, historisch nicht denkbar sind. Auch vor dem Hintergrund des jüdischen Rechts, und Sie haben das Beispiel erwähnt, es war ein Verhör in der Nacht im Haus des Hohenpriesters, das war eine Denkunmöglichkeit, das musste im Tempel geschehen, musste unter Zeugen geschehen, also nicht unter diesen Bedingungen. Und seine Gegenthese ist ja eben, dass das der Dramatik der Situation geschuldet war, dass man überhaupt zu dieser Stunde dieses Gespräch hatte. Das andere, was sicherlich mindestens so wichtig ist, um das christliche Narrativ zu destruieren, ist die Rolle des Pontius Pilatus. Ja, dass er überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, zu Pessach freizustellen, welchen Verbrecher man verschont, ist im römischen Recht so nicht vorgesehen gewesen und hätte in der politischen Situation auch nicht funktioniert, so Kreimkohn. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die die Evangelien eben als Konstruktion nachträglich, man muss schon sagen, entlarven, denn das tut er. Das leuchtet so ein, wenn man das liest. Auch, dass es gar keine Motivation gegeben haben konnte, wenn ja die Römer Jesus sowieso verurteilen, muss man ihn ja nicht noch einmal herausholen. Dann hat er ja auch geschrieben, dass es kaum möglich war, jemanden, den die Römer schon in Haft genommen hatten, noch einmal herauszuholen. Es sind so ganz einleuchtende Abläufe. Ja, auch die Tatsache, also wenn es ein jüdisches Urteil gegeben hätte gegen Jesus, dass dann die Römer sich dazu hergegeben hätten, das nochmal zu bestätigen oder zu verwerfen, das hält er für völlig ausgeschlossen. Dann hätten die Römer den jüdischen Behörden die Ausübung ihres Rechts dann auch wirklich überlassen und auch die Konsequenzen dann. Aber also dieses Zusammenspiel, wie es die Evangelien beschreiben, zwischen einer jüdischen Gerichtsbarkeit und der römischen Gerichtsbarkeit unter den Bedingungen der Besatzung und unter diesen Machtverhältnissen, hält er nicht für nachvollziehbar, eigentlich auch nicht für denkbar überhaupt. Das ist, für mich war das dann auch eine solche Wärme, die herüberkam, dass Jesus diese Freunde hatte, dass da Menschen waren, die ihn unterstützten, die ihn verstanden haben. Das hat mir ein völlig neues Bild gegeben. Ja, wobei, also ich habe mir das nochmal sehr genau angeschaut. Also das eine ist natürlich der Enthusiasmus, die Begeisterung, die Jesus entgegengeschlagen sind aus dem Volk und zum Teil eben auch unter den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Kreimkohn macht schon eine Einschränkung, wenn es um die Eliten geht, weil er auch über deren politische Motivation und politischen Interessen spricht. Also er spricht an einer Stelle davon, das war sicher nicht einfach Altruismus oder weil sie selber
sozusagen Jesus so gewürdigt hätten, sondern es ging natürlich auch um ihre eigene Stellung unter diesen Machtverhältnissen. Und ein Vorgang, in dem der Hohepriester und der Sanhedrin Jesus den römischen Behörden einfach preisgegeben hätten, ohne zu versuchen, ihn zu retten, war, so Cohn, aus Sicht der jüdischen Eliten völlig kontraproduktiv. Das hätte ihr Ansehen in der weiten Bevölkerung noch mehr geschadet, als es ohnehin schon der Fall war. Denn was er beschreibt, und das ist wirklich sehr, sehr lesenswert, gerade in diesem Teil über Dramatis Personae, wie er beschreibt, wie die römische Besatzungsmacht ohnehin das Ansehen der jüdischen Eliten schon geschädigt hatte. Sie haben sie jetzt haben. Nicht unterschieden zwischen den beiden Begriffen Messias und König der Juden. Hm. Soviel ich noch weiß, hat er gesagt, Messias, das wäre für die Römer nicht so schlimm gewesen. Aber wenn er sagt, er sei der König der Juden, dann war das ein politisches Manifest, das die Römer nicht so stehen lassen konnten. Er schreibt, glaube ich, das sei der einzige Grund gewesen, den die Römer hatten, um ihn sofort ohne Zeugenaussagen hinrichten zu lassen. Ja, also es gibt im Grunde genommen zwei Perspektiven. Die jüdische Perspektive, die Frage, was konnte so lästerlich sein, dass es aus jüdischer Perspektive ein Urteil und sogar ein Todesurteil geben konnte. Und da ist die ganze Frage des messianischen Anspruchs nicht Teil dessen, was bestraft werden kann, weil das eine Denkmöglichkeit war innerhalb des Judentums. Was nicht hätte geschehen dürfen, wäre das Aussprechen des Namens Gottes. Aber auf der römischen Seite war es in der Tat die Bezeichnung König der Juden, weil das ein Privileg des Kaisers war, einen solchen Titel zu vergeben. Das heißt, das war eine Anmaßung eines Amtes, die absolut unverzeihlich war, schon in rechtlicher Hinsicht, aber auch nochmal in politischer Hinsicht, weil damit natürlich die Gefahr eines messianischen Aufruhrs in Jerusalem verbunden war, dass sich jemand dort tatsächlich im politischen Sinne zu einem König der Juden erklärt. Das hätte Pontius Pilatus, so Chaim Cohn, noch nicht mal vergeben können. Er spekuliert bei der Szene der Geißelung darüber, ob das ein Augenblick gewesen sei, der Geißelung, in dem man versucht habe, Jesus nochmal die Möglichkeit zu geben, zu bedauern und zu versprechen, dass er diesen Anspruch nicht mehr erheben wird. Aber da bleibt er relativ offen, weil sich das nicht rekonstruieren lässt. Aber eigentlich ist die These, das war aus römischer Sicht absolut todeswürdig und da gab es gar keinen Ausweg. Dann mussten sie ihn hinrichten. Und wir erleben ja heute wieder ganz fast hautnah oder mindestens übers Internet nah, was eine Tyrannei und eine Besatzung, was das bedeutet und dass man nicht Dissident sein kann, man kann nicht etwas anderes sagen. Wie war das zum Übersetzen, Frau Liron? Ja, das war schon nicht so einfach. Also vom Hebräischen, als ich es privat gemacht habe, war es dann schon noch schön. Sonst waren es ja zwei Fremdsprachen, vom Englischen ins Deutsche. Und dann das Material war sehr schwierig für mich. Aber ich hatte ja den Chaim Cohn, ich war dann immer wieder bei ihm mit dem Text. Der Text ist ja autorisiert von ihm. Also er war sehr pingelig und ich habe dabei sehr viel gelernt. Und ja, sehr viel. Ich hatte dann sehr viel auch vom Erfolg, den Erfolg genossen. Ja, von ihm ein Kompliment zu bekommen, war etwas sehr Großes, das man behalten kann fürs Leben. Und wie haben Sie übersetzt, Herr Wiese? Auch vom Hebräischen? Aus dem Englischen, ja. Auch vom Hebräischen? Ja, ja. Aus dem Englischen. Vom Englischen. Also der Verlag hat von vornherein dann den englischen Text zugrunde gelegt. Und ich habe dann für die Fußnoten gelegentlich mal in die hebräische Ausgabe geschaut, aber die Grundlage war ja auch die erweiterte englische Fassung, die deutlich umfangreicher war. Eben, man musste es ja umfangreicher machen, damit die Leserschaft, auch die Quellen, oder? Israelis haben, die lernen es in der Schule. Man muss es nicht erklären, wenn da Mishnah oder Talmud übersetzt wird. Also auch die säkularen Schulen. Also ich habe in der Matur, musste ich Mishnah und Talmud auch belegen. Also das heißt, wir verstehen es auf Anhieb
und das musste er wirklich auseinandernehmen. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also wenn ich gerade eine Frage stellen darf, also mich würde interessieren, für wen er eigentlich die englische und die deutsche Ausgabe dann vorgesehen hatte. Nicht? Die hebräische war ja tatsächlich für ein israelisches Publikum. Also das wen englische war ja für die Theologen, oder? Da war ja, also ich weiß von einem, dass es angefangen hat mit einem Pfarrer oder Pastor aus Irland, der dann es gewünscht hat, dass der Prozess wieder aufgenommen ist. Und der hat dann immer wieder gepocht, und da war der Vater von Michal, seine Frau, der Vorsitzende, der hohe Richter in Israel. Und erst nachher dann hat er es gemacht. Jetzt möchte ich aber gerne Ihnen möglichst bald das Wort geben. Vielleicht haben Sie eine Reaktion, auch eine so spontane, wie ich sie selber gehabt hatte, weil ich so total erstaunt war, oder Sie haben Fragen. Wir wollen jetzt zuerst wirklich nur beim Geschehen selber bleiben. Könnte es gewesen sein, dass das so war, wie es jetzt Chaim Cohn geschrieben hat? Ich habe dort schon jemanden gesehen, der aufgestreckt hat. Ich möchte das mit dem Mikrofon machen. Jetzt. Hier hat jemand aufgestreckt. Also ich wollte zuerst eine Frage stellen, aber jetzt auf diese Frage von Ihnen. Ich bin am Buch lesen, ich bin noch nicht fertig. Es ist wirklich schwere Kost, aber es ist so spannend und interessant, und ich bekomme wirklich ein Bild von diesen Nöten aus dieser Zeit, aus dieser Römer, die wirklich brutal sind und gewesen sind. Also es ist mir schon sehr plausibel. Aber meine Frage, die ich gerne gestellt hätte, wenn ich darf, Hans Küng ist ja auch ein Begriff. Wo hat das Buch heute in der interreligiösen Diskussion seinen Platz? Weil Hans Küng ist ja Welt der Religionen, oder? Ich denke, es hat einen wichtigen Platz, aber wo ist es? Das weiß ich noch nicht. Wollen Sie gleich etwas sagen dazu? Ich wollte etwas erwähnen. Als wir es zu Hause bekamen, die Übersetzung, waren mein Mann und ich ein bisschen entsetzt. Und zwar, der Titel heißt ja der Hebräische, Prozess und Tod Jesu, fertig. Und dann kommt der Zusatz aus jüdischer Sicht. Und ich finde, das darf man nicht machen, finde ich. Und das stört auch die Aufnahme, auch in christlichen Kreisen. Weil das ist so wie, das ist begrenzend. Ja, das ist ja aus jüdischer Sicht, ist ja klar. Der David Flusser hat ja selber auch gesagt, es ist Apologetik. Es ist ein Versuch, sich herauszureden. Ich finde, das ist nicht richtig. Das ist schon für mich ein, das ist so wie, ich darf etwas Privates sagen, also ich habe 3 Jahre in Kiel studiert und ich denke, man sieht mir nicht an, dass ich Israelin bzw. jüdisch bin. Und wenn ich vorgestellt war vor Leuten, hat man mir gesagt, da ist Hannah, sie ist Israelin, also passt auf. Und ich finde, das ist auch mit dem Titel so. Das sehe ich auch so, mit einer Einschränkung vielleicht, weil ich das ja dann tatsächlich, einerseits als jemand, ich bin kein Neutestamentler, auch kein Historiker des frühen Christentums, sondern beschäftige mich vor allem mit jüdischer Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und in diesem Kontext ist natürlich etwas ganz Besonderes auch, dass auch zur Sprache kommt, dass dies eine jüdische Stimme ist, sage ich jetzt. Und zwar deswegen und nur deswegen, dass deutlich wird, dass sich die christliche Theologie wirklich herausfordern lässt von einer anderen Perspektive. Das scheint mir das Besondere zu sein. Dass damit gleichzeitig verstanden werden kann, ach ja, das ist eine partikulare
jüdische Perspektive, die müssen wir nicht teilen. Das ist sicherlich die große Gefahr. Also ich denke, das dabei ist was vielleicht geschah. Aber sozusagen als eine Perspektive, die gerade im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs der letzten 20, 30 Jahre nicht überhört werden darf. So würde ich es verstehen. Ja. Und zwar gerade unter dem Aspekt, dass sonst die christliche Theologie eigentlich sehr gerne die jüdische Forschung einfach übersieht. Gerade wenn sie im Hebräischen kommt. Und sie hat auch keinen richtigen Zugang zu dem. Auch sehr oft auch habe ich festgestellt mit Leuten, die ich zu tun hatte, dass sie nicht genug Hebräisch können, um überhaupt nachzuvollziehen. Okay, nächste Frage. Ich habe das Buch gelesen und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe nach Kritiken gesucht. Wenn solch revolutionäre Thesen, ganz anders als das, was ich im Theologiestudium gelernt habe, kommen, ja, da muss doch jemand was dagegen gesagt haben. Und die Überraschung war, ich habe nirgends irgendwo eine fundierte Kritik gefunden. Ich habe niemand gefunden, der irgendetwas von Cohen widerlegt. Sie sagen, er sieht das schon als Hypothesen. Natürlich ist niemand dabei gewesen. Aber ist das wirklich so? Es gibt keine fundierte Kritik an seinen Aussagen, an dieser ganzen rechtlichen Begründung, was gewesen sein kann und was eben nicht gewesen sein kann. Ist das so? Ich würde sagen, ja. Das ist eine sehr gute Beobachtung, denn die Rezensionen, die es gibt, die begrenzen sich in der Regel darauf, sozusagen das Interessante, das Herausfordernde daran hervorzuheben. Dort, wo Kritik geäußert wird, dann wird gesagt, in der Tat, so wie Sie es beschreiben, wahrscheinlich kann man das nicht mit Sicherheit sagen und vielleicht muss man doch überlegen, ob nicht wenigstens sozusagen die Sadduzäer beteiligt waren. Ja, also man greift auf die gängigen Hypothesen zurück, ohne aber tatsächlich diesen Vorgang jetzt durchzuexerzieren, wirklich seine Argumentation im Detail zu widerlegen. Das ist mir auch nicht bekannt, sondern es gibt ein paar sehr positive Rezensionen. Ich habe gerade jetzt nochmal geguckt, 1997, Klaus Berger in einer theologischen Zeitschrift, wo er die Bedeutung dieses Buches, aber eben wieder im Sinne einer heilsamen Herausforderung christlichen Selbstverständnisses beschreibt, ohne zuzugestehen, dass dies im historischen Sinne tatsächlich eine adäquate Beschreibung der Geschehnisse sein könnte. Und das ist noch die Rezension, die am weitesten geht. Alle anderen finden das ein interessantes Buch und es gibt überhaupt nicht so viele Rezensionen. Es gibt auch wenig kritische Rezensionen. Ich glaube, die, die damit gar nichts anfangen konnten, haben eher geschwiegen dazu. Und manche Dinge können ja auch einfach totgeschwiegen werden. Da habe ich auch so meine Vermutungen, ob die mangelnde Rezeption dieses Buches eben nicht auch etwas damit zu tun hat, dass man auf diese Herausforderung keine Antwort hat und dann auch lieber nicht antwortet. Dann Frage, und diese Frage haben Sie ja in der Ausschreibung schon gestellt. Das Buch, die Erstausgabe ist erschienen 68, Hebräisch, 71, Englisch, also zugänglich für Europäer. Was ist in all den Jahren mit diesen Aussagen geschehen? Warum hat die Theologie das nicht aufgenommen? Das ist für mich eine Riesen. Warum habe ich im Studium nie etwas von diesem Buch gehört? Ja, und dann kommt dazu, dass heute bei allen Beschreibungen steht, es sei ein Standardwerk. Und ich habe auch schon einen Theologen angetroffen, der gesagt hat, ja, selbstverständlich habe ich das Buch für meine Dissertation gebraucht. Das war für mich Grundlage. Ich habe mich gefragt, ob man dem Charakter der Evangelien gerecht wird. Es sind Glaubenszeugnisse. Und Chaim Cohen geht als Jurist daran. Das ist jetzt kein Freibrief für historische Fehler. Aber ich denke, die Evangelien sind nicht aus Berechnung geschrieben, dass man sich von den Römern abgrenzen wollte. Dieses Interesse, das ja auch nur vermutet wird, ich
bringe das nicht zusammen, die verschiedenen Ebenen, der Charakter der Evangelien, die an historischen Details nicht interessiert war. Das erlaubt noch lange nicht, dass sie nicht sehr ungenau mit den historischen Fakten umgegangen sind, aber sie haben ja auch sehr viel später geschrieben, als das Geschehen passiert ist. Und das, was Kuhn tut, tut er als Jurist. Es gibt auch Historiker, die ähnlich vorgehen. Es gibt auch jüdische Schriftsteller, wie zum Beispiel Jules Isaac, die das alles auch schon gezeigt haben. Aber das ist eine ganz andere Qualität. Aber die Evangelien wurden oder werden als von den Leuten in den Kirchen als historisch richtig aufgefasst. Das müsste man ja dann zuerst einmal betonen, dass das Glaubenszeugnisse sind und nicht historische Berichte. Also ich denke, die Predigten zumindest in den letzten 50 Jahren haben sich alle Mühe gegeben, daraus Glaubenszeugnisse zu machen und über den Glauben zu sprechen und nicht über das, was da wirklich passiert ist oder nicht. Da würde ich Ihnen zum Teil zustimmen. Natürlich hat die Exegese, die neutestamentliche Exegese der letzten Jahrzehnte schon gelernt zu unterscheiden zwischen dem, was eine historische Abbildung von Wirklichkeit ist und dem, was eigene Glaubensinterpretation ist. Und ich glaube, die Dimension, die Chaim Cohn dem hinzufügt, kritisch, und das, sozusagen diese Dimension kennt er ja auch. Ja. Er hat auch sehr lobende und sehr spannende Passagen darüber, welche poetische Qualität zum Teil die Passionserzählungen auch hat. Ja. Gerade die Geschichte mit Pilatus und seiner Frau. Aber was er als ganz wesentlichen Faktor mit hinzuziehen möchte, ist, diese Texte zu verstehen als Texte, die nicht nur den christlichen Glauben sozusagen innerchristlich ausschreiben und ausformulieren, sondern die in einer konkreten historischen Situation sich mit Gefahren der Umgebung auseinandersetzen, aber auch mit Auseinandersetzungen mit jüdischen Gemeinden, das heißt dem Prozess, in dem Judentum und Christentum sich voneinander entfernen und entfremden, dass also die Konflikte, die 50 bis 120 Jahre nach den Geschehnissen um Jesus herum angebahnt haben, dass die sich dort widerspiegeln. Und gleichzeitig wird etwas tradiert, zunächst mündlich und dann in einer schriftlichen Tradition, was gegenüber einer feindseligen römischen Umgebung, gerade in Rom, in Rom selber, in den christlichen Gemeinden vertreten werden muss. Und was konnte man sagen und was konnte man nicht sagen in der eigenen Ausformulierung des eigenen Glaubens? Und da scheint er mir aber einen wirklich wichtigen Punkt zu treffen, den man mitbedenken muss. Obwohl ich das wirklich höre und anerkenne, was Sie sagen, dass diese Texte sehr vielschichtig sind und nicht reduziert werden können auf eine politische Ideologie oder so etwas. Aber Texte, die Menschen schreiben, in einer politischen Machtsituation sind davon beeinflusst. Das überzeugt mich sehr. Das müssten wir ja eben heute wieder ganz speziell miterleben. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen, was muss man sagen, damit man nicht eingesperrt wird? Mir scheint, wenn es so gewesen wäre, dann nimmt man eben aus den Evangelien all das, was nicht in Widerspruch ist mit dieser These, und anderes, was ihm widerspricht, ignoriert man. Dieser Prozess hat ja eine Vorgeschichte. Man muss ja nicht nur die Passionsgeschichte radikal ändern, sondern das ganze Evangelium. Das beginnt ja mit einem Blindgeborenen, der sehend geworden ist. Und das war ein Riesenärgernis für die hohen Priester, dass da ein Heiler ist. Und sie haben diesen sehend gewordenen verhört.
Sie bekamen nichts anderes zu hören als die Bestätigung, er war blind geboren und jetzt sieht er. Dann gingen sie zu seinen Eltern, die wussten, dass wenn sie die Wahrheit sagen, dann werden sie aus der Synagoge ausgeschlossen. Also sagten sie, unser Sohn ist erwachsen, fragen Sie ihn, er kann für sich selber reden. Dann gingen sie zurück zum sehend gewordenen, fragten ihn wieder. Er sagt, ich habe es euch gesagt und ihr habt es gehört. Wollt ihr es wieder hören? Wollt ihr etwa Schüler dieses Heilers werden? Das hat sie verrückt gemacht und das hat sie noch bestätigt in ihrem Versuch, Jesus zu eliminieren. Jesus hat sich erlaubt, das Sabbatgebot zu missachten. Er hat am Sabbat Gutes getan, um Menschen zu helfen. Und noch schlimmer, er hat sich lustig gemacht über das Beschneidungsgebot und hat gesagt, wenn Beschneidung wichtig wäre, dann hätte Gott schon lange dafür gesorgt, dass Knaben beschnitten geboren werden. Und das hat sie, dieser Witz, für diesen Witz hatten sie gar kein Verständnis. Dann wollten sie noch energischer diesen Jesus beseitigen. Nun, es gibt viele Dinge, von denen man sagen muss, das ist alles frei erfunden, wenn man sagen will, es sei so gewesen, wie Cohn das schreibt. Ja, das ist schwierig, damit umzugehen, wie Sie das beschreiben, weil natürlich dahinter erstmal eine ganze Traditionsgeschichte ist, die den Gegensatz zwischen vor allem den Schriftgelehrten, den Pharisäern und Jesus sehr stark in den Vordergrund stellt. Das hat die neuere Forschung, jüdisch wie nicht jüdisch, meines Erachtens wirklich mittlerweile widerlegt. Jesus bewegt sich innerhalb einer bestimmten Strömung des antiken Judentums, in der es immer wieder auch Konflikte gegeben hat, aber keine grundsätzlichen Konflikte in der Art, wie sie die Evangelien beschreiben. Und manche Dinge, die vorher sehr stark als Gegensatz beschrieben worden sind, etwa das Übertreten von Sabbatgeboten, ist etwas völlig Gängiges, weil man natürlich am Sabbat sozusagen retten und heilen darf, weil das immer Vorrang hat vor jedem anderen. Im Gegensatz. Also durch Shabbat. Also Pikuach Nefesh durch Shabbat ist Mishnah. Also ein Leben retten, versetzt den Shabbat, ist wichtiger als der Shabbat. Und alle Sachen, die ich jetzt hier gehört habe, waren nicht Sachen, die jetzt, also Übertretungen, die gegen das Judentum oder das Judentum nicht erlaubt hat. Im Gegensatz, es gibt im Talmud sogar Rabbiner, die sind Ketzer und die dürfen mitreden. Also ich würde sagen, wenn ich es mir jetzt persönliche Bemerkung sagen will, als säkulare, also streng säkulare Jüdin, finde ich die Quellen, die jüdische Quellen offen, sie stellen Fragen. Das ist was man, deswegen liebe ich sie wirklich und ich, alle Israelis, für sie ist der, was sie nennen, der jüdische Bücherschrank wichtig, weil er sehr offen ist. Auch die Bibel, wenn Sie mal die hebräische Bibel nur als Literatur, als Erzählung, jetzt nicht vom Himmel gefallen oder so, lesen, dann werden Sie über das Leben so viel lernen, dass im theologischen Studium einfach übersehen wird. Und auch im Talmud, also es gibt Ketzer, die waren Rabbiner, die hat man anerkannt, man hat mit denen diskutiert, man hat vielleicht Distanz genommen, aber das war kein Grund, um Gewalt ihnen anzutun. Okay,
Um noch eins hinzuzufügen, also ich glaube, man darf gar nicht unterschätzen, wie vielfältig das antike Judentum in dieser Zeit, in der Zeit sozusagen der Entstehung des Neuen Testaments auch gewesen ist. Ja. Da gab es eine ganze Reihe von Gruppierungen, die zum Teil recht unterschiedliche Positionen vertreten haben, aber die Art und Weise, wie die Evangelien zum Teil die Pharisäer stilisieren, ist eben doch geprägt durch eine Gegnerschaft, die Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert später zutage getreten ist. Und dieser Prozess ist das, womit die neutestamentliche Forschung und die Forschung zu dieser Zeit gerungen hat in den letzten Jahrzehnten, nämlich dieser Prozess, in dem sich aus dem Judentum heraus das frühe Christentum heraus entwickelt hat, sozusagen in Gegnerschaft, in Abgrenzung vom Judentum. Zunächst gab es gar nicht Judentum und Christentum, das ist das Ergebnis der Forschung. Es gab eine jüdische Strömung unter vielen jüdischen Strömungen. Jesus, der sehr nah an der pharisäischen Strömung war, aber dann eben unter den Bedingungen der Zeit eine Auseinanderentwicklung, die sehr, sehr lange gedauert hat und die mit den politischen Kontexten vor allem zu tun gehabt hat. Und insofern sind solche Darstellungen solcher Gegnerschaft in den Evangelien tatsächlich von der Zeitsituation der Entstehung der Evangelien geprägt. Und das beschreibt Chaim Cohn in diesem Kapitel, wo er über die Hohenpriester und über Jesus schreibt, wo er ihn sehr, sehr stark verortet im pharisäischen Judentum, das er ganz anders darstellt, als das lange die neutestamentliche Forschung gemacht hat, die eigentlich ein Stereotyp, eine Karikatur des Pharisäers gezeichnet hat. Okay, nächste Frage. Ja, mir stellt sich aber dennoch eine Frage, nämlich, sie ist möglicherweise trivial, aber dennoch, was ich heute lernte, ist, dass Jesus offenbar viel mehr positive oder gehaltvolle Beziehungen zum saturierten Judentum pflegte, zu den Pharisäern beispielsweise. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, mit Sicherheit wussten diese Pharisäer und sämtliche Juden, wie brutal die römische Besatzung war. Weshalb dann haben sie diesen Jesu nicht geschützt vor dieser römischen Besatzung? Weshalb haben sie nicht ihn in den Hintergrund genommen und gewissermaßen versteckt vor den Besatzern? Ich kann nicht im Namen dieser Juden reden, aber ich will vielleicht noch eine Sache sagen, dass das Judentum damals war sehr offen. Und wenn ich Klausner jetzt nehme dazu, Josef Klausner, den ich erwähnt habe, die Juden haben auf einen Messias gewartet. Das war die Diskussion, ob es jetzt ein geistiger Wandel geschehen soll oder dass, ob man jetzt rebelliert tatsächlich mit Waffen gegen die Römer. Und da waren die Juden wahrscheinlich selber nicht sicher, in welche Richtung er geht. Und verstecken wahrscheinlich ließe er sich gar nicht. Er wollte nicht. Also wenn ich den Evangelien jetzt glaube, dann wollte er diese Konfrontation. Okay, danke. Ich bin der Meinung, dass man die Evangeliengeschichte, wie sie in der Bibel erzählt wird, und die Rezeptionsgeschichte und Wirkungsgeschichte, was aus diesem dann entstanden ist, und so die ganzen Rituale des Antisemitismus, die auch im Bild da waren, wo die Synagoge mit dem Schwert zerstört wird und die Kirche bestehen bleibt. Das ist eine Wirkungsgeschichte und wir sitzen hier als Resultat dieser ganzen Wirkungsgeschichte von 2000 Jahren. Und was ja eben das Faszinierende ist an diesem Buch, ist, dass mit einerseits einer unglaublichen sprachlichen Kompetenz, mit großem literarischen und dramatischen Gefühl, diese ganze Geschichte neu und wieder erzählt wird, aber eben wissenschaftlich dennoch ganz fundiert.
Und wenn ich jetzt so versuche, die Position von Chaim Cohen in diesem Buch zu beschreiben, dann fällt mir als erstes der Film aus ein, die 12 Geschworenen, wo am Anfang ein Urteil gefällt wird, es sind 12 Geschworene, 11 sprechen den Angeklagten für schuldig und einer nicht. Und dieses Buch geht genau in diese Richtung. Es entlarvt eine Situation nach der anderen. Und am Schluss kommt es dann zum einstimmig notwendigen Urteil 12-0 für Freispruch. Und ich glaube, also wenn wir irgendwie in der Lage wären, auf diese Art und Weise die Evangelien neu zu lesen und die Figur von Jesus neu zu erfassen in seinem Kontext, auch in seinem jüdischen Kontext, der dachte ja gar nicht daran, dass er Christ wird, sondern er hatte einen jüdischen Kontext, und dann könnten wir vielleicht einige fatale Fehler dieser Entwicklung von 2000 Jahren intellektuell und emotional bewältigen. Schön, und auch eine neue Beziehung zu diesem Jesus aufbauen. Ich möchte an Ihrer Aussage zu Benedikt dem 16. anknüpfen und die Frage stellen, ob nicht eine Grundthese der christlichen Erlösungstheologie dahinter steckt, dass man sagt, der Tod Jesu ist notwendig für die Erlösung, und die Erlösung predigen wir. Und es gibt ja verschiedene Thesen, wie die Erlösung aufzufassen ist. Die Todestheologie bzw. Toderlösungstheologie ist eine Variante. Was machen Sie mit diesen sozusagen dogmatisch festgelegten, dann historischen Ableitungen? Ja, da sprechen Sie natürlich wirklich die ganz sensible Seite dieser Diskussion an, jetzt aus der Perspektive einer christlichen Theologie, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das mehr als nur herausfordernd ist, wenn nämlich die biblische Grundlage für das, was man als Sühne-Theologie beschreibt, wegbricht, dann ist natürlich die Frage, ob nicht das Fundament christlicher Heilsgeschichte insgesamt in Frage gestellt ist. Und ich glaube, dass da auch die Berührungsängste mit diesem Buch herrühren. Denn alle Versuche, die ich kenne, eigentlich seit der Reformationszeit damit umzugehen, bei Luther schon, ist sozusagen das ganz vehement Antijüdische dieser Passionsnarrative zu mildern, indem die Perspektive geändert wird, sozusagen auf die Heilsgeschichte. Also hier ist etwas geschehen, was geschehen musste von Gott her, aufgrund der Notwendigkeit der Sühne für die Sünde des Menschen an sich. Und das hat gar nichts zu tun mit Juden und Judentum. Juden stehen nur für etwas, was allgemein sozusagen menschlich ist. Das hat es immer wieder gegeben, auch im Zusammenhang mit der sogenannten Judenmission. Und das finde ich genauso in Interpretationen der Passionsgeschichten, auch im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs. Wie schafft man es, das Antijüdische nicht nur zu mildern, sondern sozusagen das Christentum von dem christlichen Antisemitismus zu befreien, ohne sozusagen sich auf das Risiko einzulassen, damit auch die Fundamente der eigenen Dogmatik anzutasten. Meine persönliche Auffassung, und ich bin vielleicht Gott sei Dank kein systematischer Theologe und kein Neutestamentler, ich glaube, dass man dieses Risiko eingehen muss. Das glaube ich auf dem Hintergrund meiner Auseinandersetzung mit der christlichen Schuldgeschichte, weil ich denke, dass das Christentum durch diese 2000-jährige Infizierung, durch Judenfeindschaft sozusagen, sich selbst in den Grundfesten beschädigt hat. Also nicht nur furchtbare Auswirkungen hervorgebracht hat mit Blick auf das jüdische Volk und auf das Judentum, sondern auch den eigenen Anspruch als eine Religion, die von Gott her sprechen möchte. Ja, da wage ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das ist das, was ich
als Sicht sozusagen eher des Historikers daraufhin sehe. Es ist ein großes Risiko damit verbunden. Ich glaube aber, in einer offenen Gesprächssituation im christlich-jüdischen Dialog, im interreligiösen Dialog, muss man solche Risiken eingehen und die eigene Tradition neu zur Sprache bringen. Und hat ja viele Diskussionen gegeben über die Notwendigkeit, die Frage, ob eine solche Sühnetheologie für das Überleben des christlichen Glaubens eigentlich erforderlich ist. Das kann man, glaube ich, da kann man füglich drüber streiten. Ja. Okay, noch eine letzte Frage. Also, das Einzige, was ich aus dem Jus-Studium des römischen Rechts mich noch, was mir davon geblieben ist, als klare Erkenntnis ist, dass diese Passionserzählungen mit einer Beschreibung von jüdischem Prozessrecht nichts zu tun haben. Das wusste ich schon seit 40 Jahren. Was mir auch bekannt war, ist, dass es in der Antike Sammlungen, eine Literaturgattung gibt, in denen man Sprüche, Aussagen von Menschen und gewisse Szenen quasi aus dem Kontext herausschneidet und dann darstellt, ohne den Kontext zu liefern. Da, wahrscheinlich, weil man angenommen hat, dass die Leute den Kontext schon kennen. Und das scheint mir ganz wesentlich für das Verständnis des Neuen Testaments zu sein. Hier werden Aussagen kontextlos gemacht. Und wir Christen bemühen uns dann 2000 Jahre lang, da einen Kontext hinzuzufügen. Denken oder dichten oder uns vorzustellen, der den Schreibern nicht in der Feder gelegen hat. Und ich denke, das ist das Wertvolle an diesem Buch, dass er uns quasi einen Kontext liefert. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, das ist der einzig mögliche, aber er liefert einen Kontext, der uns davon befreit, diese Texte aus dieser Zwangsbrille ihrer 2000-jährigen Wirkungsgeschichte zu lesen. Das ist der Wert dieses Buches. Ja. Also ich würde ganz gerne, weil ich natürlich auf der einen Seite jetzt gesprochen habe von dem Versuch, sich davon zu befreien, indem man von der Schuld aller spricht, damit aber gleichzeitig Juden zur Verkörperung von Schuld macht. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in der neueren systematischen Theologie auch andere Versuche gibt, die diese Gefahr versuchen zu vermeiden. Und zwar indem sie die Passionsgeschichte nochmal neu deuten als Reflexion. Da zitiere ich jetzt einen protestantischen Theologen, Berthold Klappert, als Reflexion über die israelitische Kontur der Leidensgeschichte Jesu. Und was er damit meint, ist, dass man Kreuzestheologie nur noch so betreiben kann, dass man Jesu Kreuz als Teil jüdischer Leidensgeschichte verstehen könne, nämlich als das Leiden einer Figur, die in ihrer Treue zur Tora das Schicksal des Todes durch die Römer erlitten hat. Nicht? Also das ist gewagt, weil es etwas in Anspruch nimmt, sozusagen für Jesus Teil einer anderen Geschichte zu sein. Ja. Aber es ist ein Versuch, sozusagen den Kreuzestod eben nicht als ein jüdisch verschuldetes Schicksal zu verstehen, sondern als Teil des Schicksals der damaligen jüdischen Gemeinschaft. Und daraus versucht eine Christologie zu entwickeln, die frei ist von Antijudaismus. Ob das gelingt, das ist immer eine schwierige Frage, aber es gibt unterschiedliche Wege, mit dieser Herausforderung zu kämpfen und umzugehen. Ich habe nur noch eine letzte kurze Frage, die genau daran anschließt. Sie haben jetzt vom großen Risiko gesprochen und von den Hintergründen, warum dieses Buch vielleicht sogar einfach schlicht totgeschwiegen wird, weil es zu gefährlich ist, weil es für das Christentum, für die Dogmatik ein Grundrisiko wäre. Aber ich habe jetzt mir schon überlegt, was würde jetzt an der Botschaft von Jesus, an den Seligpreisungen, an der Bergpredigt, am Unser Vater, an den Himmelreichgleichnissen, was würde sich da ändern an dem, was er eigentlich weitergeben wollte, was seine Botschaft war,
Wenn man am Karfreitag die Geschichte einmal so erzählen würde, wie Chaim Cohn sie jetzt entworfen hat und wie sie höchstwahrscheinlich oder eher wahrscheinlich geschehen war, was würde passieren? Sie haben ja auch ein Vikariat gemacht. Würden Sie jetzt so predigen am kommenden Karfreitag? Könnten Sie sich vorstellen, die Geschichte einmal so zu erzählen? Also ich hätte mittlerweile die Narrenfreiheit, das zu tun. Und würde das vielleicht, wenn die Gemeindesituation es gestattet, man kann ja Menschen auch verletzen mit solchen Dingen. Nicht? Das, glaube ich, sollte man auch wissen, dass man in einer Weise predigt, dass man jemandes Glaubensgewissheit versucht zu untergraben. Das würde ich nicht tun wollen. Aber im Sinne sozusagen einer heilsamen Herausforderung des eigenen Denkens über eine solche Position zu berichten, dass es eine andere Denkmöglichkeit dieses Geschehens gibt, das würde ich schon tun. Das könnte ich mir mittlerweile vorstellen. Als junger Vikar hätte ich mich das sicher nicht getraut. Und zwar deswegen, weil ich die Angst gespürt habe, die damit zu tun hat. Es ist eine Angst, die die christliche Theologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert dazu gebracht hat, wirklich antijüdisch zu sein. Also was bleibt eigentlich spezifisch Christliches übrig, wenn wir das so verstehen, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sozusagen das, was auch Chaim Cohn anerkennen würde, als das, was Jesu Leistung war, seine Nähe zum Judentum. Und die große Angst, die dort immer eine Rolle spielt, ist, hebt sich das Christentum nicht als eine vom Judentum differente Religion eigentlich selbst auf und geht im Judentum sozusagen auf. Das ist die Angst. Ja. Ja. Ob die berechtigt ist, ob das gut ist, dass es diese Angst gibt, ich würde sagen nein. Ja. Ne? Aber ja, dass es sie gibt, muss man, glaube ich, schon auch ernst nehmen. Ja, ich meine ganz besonders ja da, dass die Identität ja bestätigt, sie brauchen ja die Autorität des Alten Testaments, also ich hasse es, das zu sagen, die hebräische Bibel, um überhaupt zu, wie sagt man, die Identität zu befestigen. Also Jesaja ist ja ein Beleg quasi, dass Jesus der ist, oder? Ine Alma, Yoledet Ben und so weiter. Das im Judentum ganz anders interpretiert wird. Also jedes Kind ist ein Sohn Gottes und wir können davon sagen, jeder von uns ist ein Gott, ein Sohn oder Tochter Gottes. Also es bezieht sich nicht auf eine Person allein. Genau. Und er hat uns auch gelehrt zu beten, unser Vater. Also wir sind eigentlich alle Kinder Gottes. Aber dann kommt natürlich das Spezielle dazu mit seinem Messias-Wunsch. Ja, dazu möchte ich etwas sagen. Unser Vater, also erstmal ist das Gebet ja jüdisch, Avinu Malkeinu und so weiter. Bei den Juden ist Gott immer Vater, also er war König, sie können die Bibel lesen, sie können die Texte als Erzählung, als Gedichte. Er ist als Vater und in den Gebeten ganz besonders. Also das ist die Bezeichnung für Gott. Und deswegen sagt er am Kreuz, Avi, Avi, Lama Saftani, oh nein, sagt Eli, Eli. Aber okay, das ist jetzt eine, wie sagt man, habe ich eine Variation gemacht, aber Av, Abba, das ist die aramäische Form, Avi sagen Juden bis heute. Schön, vielen Dank. Ich habe vor einem Monat ein spannendes Referat gehört von einer Theologin, einer Professorin, es war Milena Jäger-Bö, und sie hat gesagt, Jesus war ein Pharisäer. Also sie hat versucht, das zu belegen, warum Jesus in diese Gruppe der Pharisäer gehört. Ich denke, wir bleiben dran an diesen spannenden Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Lierung, Herr Wiese, ich danke Ihnen ganz herzlich, auch dass Sie extra aus Deutschland hierher gekommen sind. Danke für diesen Abend. Die Fragen sind da. Wir bleiben dran im St. Anna Forum. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Heimreise. Denken Sie an uns, kommen Sie vielleicht ins Konzert am nächsten Donnerstag, nehmen Sie noch ein Briefheft mit und vergessen Sie die Kollekte nicht. Ich bedanke mich fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause.